Die École Hôtelière de Lausanne gehört zu den renommiertesten Handelsschulen für die Hotelindustrie. 2800 Studenten aus über 110 Nationen streben an der EHL nach Exzellenz, Können und Selbstbewusstsein. Wir begleiten 3 Studenten im Vorbereitungsjahr und 2 am Ende ihres Studiums. Alexandre Charlet, 18 Jahre alt. Mit seiner Matura in der Tasche geht er in das Vorbereitungsjahr. Emma Bitté ist 21. Sie wurde in der Genfersee-Region geboren und beginnt ihr Studium an dieser internationalen Schule. Genau wie Alexandre Attia, 19 Jahre alt. Der Sohn eines Hoteliers geht mit Selbstvertrauen ins erste Semester. Anina von Falkenstein, mit 21 beginnt sie ihr vorletztes Studienjahr. Die junge Baslerin strebt nach nichts weniger als Exzellenz. Afrim Becker, 27, startet sein letztes Semester. Der energetische Afrim möchte selbstständiger Unternehmer werden. Letztes Mal in der Hotelfachschule. Alexandres Verhalten ist nicht angemessen. Leider sind ihre Noten tief, weil ihr Verhalten den Werten der Schule überhaupt nicht entspricht. Was ist denn mit deiner Tür passiert? Ich kam rein, war genervt und habe ein bisschen Dampf abgelassen. Aber in der Praxis gibt er sich Mühe. D-Day für Afrim und sein Team. Sie stellen ihr Diplomprojekt den Kunden und der Jury vor. Sie haben mit Erfolg bestanden. 4 erfolgreiche Schuljahre. Das wird mit der Familie und mit Würde gefeiert. Anina ist weit weg vom Ball, in Budapest. Vor 4 Tagen habe ich meine letzten Prüfungen geschrieben. Ich denke, es ist eher gut gelaufen. Kurzer Moment der Entspannung mit ihrer Kollegin und Freundin. Aber sie sind nicht als Touristen hier. Sie arbeiten als Hostessen an einer internationalen Konferenz. Emma tut alles, um ihre Schulter zu entlasten. Ich habe viel Physiotherapie gemacht, Übungen für die Halsmuskeln. So konnte ich meine Schulter ein wenig stabilisieren. Aber seither habe ich zu wenig trainiert. Alex hat die lange Liste der Küchenunfälle noch erweitert. Passiert sowas oft? Sehr, sehr häufig. Am Ende des Semesters beginnt Emma mit dem Gourmet-Koch-Workshop. Sie freut sich auf den berühmten Messerkoffer, der allen Studierenden übergeben wird. Wir kommen dem Semesterende näher. Bald beginnt unser Praktikum. Ich freue mich drauf. Wir kennen uns jetzt besser aus in der Küche. Es ist einfacher, sich wieder zu erholen. Schau, ich schneide so. Ich auch. Es ist ziemlich schwierig. Man muss die Finger richtig halten. Das macht mir Angst. In der Wiege der Sinne, dem Gourmetsaal der Schule, führt Alex mit seinem Chef eine Generalprobe durch. Also, das Menü Sensibilité. Genau. Wollen Sie die Option mit Käse? Also, beim Menü Sensibilité beginnen wir mit der Vorspeise. Was wünschen Sie zur Vorspeise, Madame? Ich nehme eine Entenleber und für den Hauptgang kann ich die Entenbrust vom Menü Evanescence bekommen? Alles, was im Menü Sensibilité ist, finden Sie hier, sonst können wir... Sagen Sie genau das, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Madame, es gibt 2 Menüs zur Auswahl, die man nicht kombinieren kann. Okay, dann nehme ich das Schweinekotelett. Gut, Schweinekotelett. Hätten Sie gerne Käse dazu? Genau, jetzt sind Sie der Leader. Hätten Sie gerne Käse? Nein, danke. Gut, Madame. Und als Dessert? Schau ich später, ich muss mich noch entscheiden. Für Ihren Komfort empfiehlt Ihnen das Team... Nicht das Team, wir. Wir empfehlen Ihnen, das Dessert schon zu bestellen. Im Voraus. Im Voraus. Für Ihren Komfort. Für Ihren Komfort empfehlen wir Ihnen, das Dessert schon im Voraus zu bestellen. Genau, super. Also, ich nehme das Soufflé. Geht klar, ein Soufflé. Man sagt nicht, geht klar. Verzeihung. Danke, Madame. Und jetzt wiederholen Sie die Bestellung. Die Entenleber für die Vorspeise, das Schweinekotelett für den Hauptgang und zum Dessert noch das Soufflé. Sehr gut. Die Theorie ist jetzt fertig. Praxis in 2 Minuten. Viel Glück. Danke.
Puh. Stress bringt nichts. Wir geben einfach unser Bestes. Ich versuche, mich an alles zu erinnern. Ich konzentriere mich auf den Moment. Anina besucht einen der letzten Kurse ihrer englischsprachigen Schulsektion Digitales Marketing. Gibt es Leute unter Ihnen, die auf sozialen Netzwerken Influencern folgen? Die Influencer, das sind diejenigen, die neue Trends verbreiten. Reisen, Essen, Gesundheit und Wellness, Mode, Schönheit, das sind die fünf Hauptbereiche. Wenn Sie also ein Hotel mit Spa, Fitnesscenter und Yogastudio haben, sind diese Dinge sehr wichtig. Gute Influencer können das, was Sie machen, auf spektakuläre Weise vervielfachen. Aber Vorsicht! Follower kann man ganz leicht kaufen. Ein Hotel mit vielen Followern beeindruckt, man denkt, das ist gut. Aber wenn man auf die Fotos klickt, sieht man, da gibt es nicht viele Likes und kein echtes Engagement. Das sind keine Influencer, sondern Leute, die nur profitieren wollen von Gratisnächten. Das Gourmet-Restaurant empfängt seine ersten Kunden. Machen Sie das jetzt so, wie Sie es gelernt haben. Viel Glück. Große Premiere für Alex, der um jeden Preis seine Nervosität verbergen muss. Guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Alexandre, ich komme aus Genf und ich werde Sie heute bedienen. Lassen Sie mich Ihnen das Menü präsentieren. Heute haben wir das Menü Evanescence und das Menü Sensibilité. Ich lasse Sie wählen und komme gleich wieder. Das ist gut. Achten wir noch auf die Feinheiten der Präsentation. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht alles gleichzeitig machen. Sie können nicht erklären, während Sie gleichzeitig die Menüs austeilen, sonst wird Ihnen nicht zugehört. Wenn mir das Menü zum Lesen gegeben wird, fokussiere ich nicht mehr auf das, was Sie sagen. Ohne Selbstvertrauen versaut man es schnell. Stoßzeit hinter den Kulissen. Emma ist für das Anrichten der Teller zuständig. So, noch etwas Pfeffer drauf. Die Teller zur Kontrolle rüberschieben. Die Herde laufen auf Hochtouren. In der Cafeteria werden 7 verschiedene Gerichte angeboten, täglich neue Spezialitäten. Und es gibt 4 weitere Orte für Takeaway, Sandwiches, Salate oder Backwaren und das Gourmet-Lokal. Ich möchte ja eher in Richtung Human Resources gehen, beruflich, wenn ich fertig bin mit der Schule hier. Es ist nicht so, dass ich einfach dort sitze und denke, das geht mir alles sowieso nicht an. Weil gerade auch im Human Resources ein gewisses Marketing muss betreiben. Ich möchte ja Leute finden, die bei mir arbeiten möchten. Und ich möchte gute Leute finden. Und um die guten Leute anziehen heutzutage, müssen sie wissen, wieso bin ich ein guter Arbeitgeber, wieso bin ich der bessere Arbeitgeber als das Hotel XY, das 2 Strassen weiter ist. Ich glaube, das hilft mir schon viel, auch so die Marketingperspektive mal ein bisschen genauer anzuschauen. Nach dem Mittagsansturm müssen die Küchen gereinigt werden. Der Workshop nennt sich Stewarding. Und wie läuft's beim Stewarding? Ganz locker. Man poliert ein bisschen die Geräte. Man muss einfach putzen. Dafür braucht man ja nicht viel im Kopf. Es dauert schon ziemlich lange, aber die Leute hier sind wenigstens nett. Geht's gut mit Alexandre? Alexandre arbeitet sehr gut. Super cool. Er ist groß und stark. Aber Alex, das hier ist ja noch schmutzig. Mehr Papier. Schau, so macht man das.
Bitte? Danke. Nun glänzt es. Was für eine Technik. Nur noch zwei Tage, dann ist Schluss mit diesen Schuhen und Hosen. Letzte Woche gab ich schon die Kochhaube ab. Und nächste Woche? Barservice, voll easy. Keine Absicht, Chef. Arbeiten, der Kollegen helfen, keine Dummheiten. Alles klar. Nicht rumspielen. Ich hab's nicht extra gemacht. Nicht extra. Putz die Griffe. Wenn Sie fertig sind, putzen Sie die Ablage. Die Soßenflecken. Ich weiß, das hat man mir gestern schon gesagt. Ich warte nur noch drauf, bis es endlich fertig ist. Ich bin am Ende. Mir bleiben nur noch 5 Arbeitstage. Das waren 6 sehr intensive Monate. Außerhalb der Kurse mussten wir nicht lernen. Es gab Tage mit 11 oder 12 Stunden Arbeit. Wir sind alle fix und fertig und freuen uns auf die professionelle Umgebung im Praktikum. Vor dem großen Sprung auf den Arbeitsmarkt kümmert sich Afrem um seine Studienabschlussreise nach Thailand. Eine langfristige Mission zusammen mit den anderen Mitgliedern des Komitees, die sich für dieses Abenteuer engagieren. Wir arbeiten schon seit einem Jahr daran. Es ist nicht immer einfach. Manchmal muss man rund 200 Leute über verschiedene Länder hinweg koordinieren. Alles ist all-inclusive, auch der Alkohol. So können die Leute trinken, wann sie wollen. Auch das Essen und die Aktivitäten sind all-inclusive. Alle Transporte. Man geht nach Thailand für 1.700 Franken. Pro Person. Das ist wirklich nicht schlecht. All inclusive. Für 10 Tage. Das ist ein Spezialangebot extra für uns. Das gibt's nicht im Reisebüro. Wir haben einige Sponsoren, die uns Produkte zugeschickt haben, damit wir kleine Tüten machen können. Wir sind froh, den Teilnehmern ein Geschenk machen zu können. Heute bereiten wir alles vor. Après-Soleil, Sonnencreme. Für die Mädchen auch noch wasserfesten Lippenstift. Super cool. Emma kommt früh morgens in Genf an. Sie hat einen freien Tag bekommen für Vorstellungsgespräche, in der Hoffnung, das bestmögliche Praktikum zu erhalten. Ich habe jetzt 2 Bewerbungsgespräche, eins in Genf und eins in Lausanne, für Swiss Wine. Das ist ein neues Hotel. Wie viele Gespräche hast du? 5. 2 hatte ich schon. Ich bin also nicht mehr ganz so aufgeregt. Nicht leicht zu finden, denn die Konkurrenz schläft nicht. Im Bus bereitet sich Emma mental vor. Ich habe jetzt ein Gespräch mit dem Personaldienst und dann mit dem Chef der Rezeption. Der Personaldienst wird mir wahrscheinlich mehr mathematische und logische Fragen stellen. Da geht es eher um Gedächtnistests. Das Telefon hat sie auf stumm gestellt und geht zu ihren potenziellen zukünftigen Arbeitgebern. Ein Interview, dem wir nicht beiwohnen konnten. Etwas später am Morgen kommt auch Alexandre in Genf an. Obwohl er sehr spät dran ist, um überhaupt noch ein Jobinterview zu bekommen, konnte er vom Netzwerk seines Vaters profitieren, der in der Hotelwelt viel Einfluss hat. Dank ihm hat Alexandre einen Termin in einem berühmten Genfer Hotelpalast bekommen. Es ist ein sehr schönes Hotel hier. Für mich das schönste in Genf. Ich hoffe, ich werde hier mein Praktikum absolvieren. Ich hoffe, dass alles gut läuft. Ich weiß nicht, was schiefgehen könnte. Die Personalmanagerin Caroline Bühler bietet ihm sogar verschiedene Möglichkeiten an. Wären Sie bereit, ein Basispraktikum zu absolvieren? Ich weiß nicht, ob Room Service Ihnen entspricht. Würden Sie lieber in die Küche? Ja, sehr gern. Ich zeige Ihnen das Restaurant. Bonjour. Hier sind die 2 Speisesäle.
Jetzt zeige ich Ihnen die Küche, damit Sie einen Eindruck bekommen. Frau Bühler bringt Alexandre zum Leiter des Restaurants. Ich komme später wieder. In einem anderen großen Genfer Etablissement hat auch Emma den Personalmanager getroffen. Sie haben sich nach meinen Erfahrungen erkundigt. Warum die EHL? Warum das Interkontinental? Dann fragten sie auf Englisch nach meinen Stärken, nach meinen Arbeitserfahrungen und wie ich auf gewisse Situationen reagieren würde. Es ist sehr gut gelaufen. Auch wenn es in Genf ist, würde ich gern hier arbeiten, denn ich könnte viel lernen. Hoffnungsvoll kehrt sie nach Lausanne zurück, zu ihrem zweiten Treffen des Tages. Nun ist Alexandre an der Reihe, sein Bestes zu zeigen. Mit seinem gewohnten Auftreten wird er Mr. Perfect spielen. In aller Demut, aber unter allen Umständen selbstsicher. Hatten Sie jemals in Ihrer Karriere Probleme mit Regeln? Generell mit Regeln? Nein. Hatten Sie jemals Probleme mit der Equipe? Mit der Equipe nie. Was ist Ihr Lieblingswein? Ich bin kein großer Weintrinker, kein Kenner. Am liebsten trinke ich Weißwein. Stilrichtung? Das kann ich nicht sagen. Käse? Keine Ahnung, das ist nicht mein Gebiet. Haben Sie unser Menü gelesen? Nein, weil ich nicht wusste, welche Stellung ich bekomme. Merci beaucoup. Merci. Une bonne journée. Vous aussi. Es ist super gelaufen. Ich habe eine klare Jobbeschreibung erhalten. Das hat mich überzeugt. Ich hoffe, ich kann hier mein Praktikum machen. Die Aussicht ist wunderschön. Die Berge, der See und die Genfer Fontäne. Auf Afrim und die 200 Absolventen warten ganz andere Aussichten. Landung auf der All-Inclusive-Insel. Machen wir ein Rennen? Nach monatelanger Vorbereitung und stundenlangem Reisen ist es nun an der Zeit zu prüfen, ob Coconut Island ihre Erwartungen erfüllt. Das sieht super aus. Schau dir die Aussicht an. Ich hoffe, das Becken hat 28 Grad. Sonst gibt's Ärger. Aninas Vater besucht seine Tochter. Die EHL ist eine Managementschule. Hat Anina auch punkto Kochen etwas dazugelernt? Also, man muss vielleicht damit anfangen, dass, wenn ich das erste Mal denke, dass ich mir einen Bouillon koche, der Bouillon angebrannt ist. Was man ja das Gefühl hat, ist eigentlich unmöglich, weil es einfach ein Pulver ist, das sich auflöst im kochenden Wasser. Sprich, ich bin also wirklich als Null im Kochen an die Schule gekommen und habe dann aber doch, durch dass ich koordinationstechnisch nicht völlig unbegabt bin, so das ganze Schnetzeln und so eigentlich ohne namhaften Fingerverlust gut durchgestanden. Aber man lernt, wie man halt helfen kann, wie man sich nützlich macht. Ein guter. Anina ist ambitioniert. Ihr Ziel, ein Abschluss mit High Honors, einer Ehrenerwähnung. Es ist jetzt realistischer, als es auch schon gesehen ist. Entsprechend probiere ich natürlich, den entsprechenden Schnitt dann zu haben. Aber ja, auch, es kommt auch wieder darauf an, jetzt, wie die nächsten Wochen ablaufen. Also Druck kann ich ja keinen von daheim. wenn Druck da ist, dann ist er von mir selber. Aber darum, ich behalte jetzt meine Ziele mal hoch und schaue, wie nach ich daran komme tatsächlich. Wird Anina die Bestnoten erreichen? Letzter Tag des Semesters. Emma hat gerade erfahren, dass sie in Genf ein Praktikum bekommt.
Nächste Woche beginne ich mein Praktikum. Ich freue mich, das wird eine tolle Erfahrung. Die 6 Monate Schule waren super. Ich bin ein wenig traurig aufzuhören, aber ich freue mich auf das Neue. Letzte Unbekannte, die Resultate ihrer Prüfungen. Ich hoffe, ich habe alle bestanden. Man weiß es nie, denn die Sozialkompetenznoten sind schwierig einzuschätzen. Aber im Großen und Ganzen habe ich nur positive Rückmeldungen erhalten. Gut, denn die Nachprüfungen kosten ja zusätzlich. Ja, 300 Franken. Und wenn du fehlst, verlierst du noch Punkte. Außer man hat eine ärztliche Entschuldigung. 300 für alle Prüfungen? 300 pro Prüfung. Auch Alexandre zählt die Tage. Wie erwartet hat er sein Praktikum in Genf bekommen. Ich beginne das Praktikum im März, denn sie können mich jetzt noch nicht beschäftigen. Die Saison hat noch nicht begonnen und sie brauchen noch keinen zusätzlichen Mitarbeiter. Um 4 Uhr gibt es eine Abschiedszeremonie. Adieu, Vorbereitungsjahr. Eine Erlösung für mich. Ich warte schon lange darauf, gehen zu können. Die Schule ist fast leer, weil alle Bachelorstudenten ihr Semester bereits beendet haben. Alex wartet auf die Abschlusszeremonie und entdeckt, wie flüchtig seine Finanzen sind. Ich habe das Gefühl, dass mir ein paar Franken fehlen. Ist aber nicht schlimm. Danke. Ich denke gerade, ich habe heute Mittag noch 100 Franken gehabt. Hallo Mom, könntest du mir mein Taschengeld überweisen? Ich bin erstaunt, ich wusste nicht, dass ich so wenig Geld auf meinem Konto habe. Meine Mutter hat mir zwar Geld gegeben, um es auf meine Karte zu laden, aber das beunruhigt mich jetzt ein wenig. 20 Franken pro Mahlzeit, sprich 40 pro Tag, sind dann 200 pro Woche, das tut weh. Ich musste meinen Lebensstil ändern. Am Anfang findet man es super und trinkt noch einen Smoothie oder so. Aber nun ist Schluss damit. Auch er hat ein Praktikum in einem renommierten Hotel in Genf ergattert. Ich serviere dort dann im Café. Ich muss anfangen, die Karte zu lesen. Gut, wenn ich schon ein bisschen Bescheid weiß. Am Anfang habe ich 3 Tage Ausbildung. Weißt du, was du verdienst? Ja, 2179 brutto pro Monat. Ganz okay. Ich kann ja zu Hause schlafen und alles für mich behalten. Ich werde mir einen Auspuff kaufen. Das wird richtig flutschen. Es läuft aber nicht überall wie geschmiert. Monika ist für das Vorbereitungsjahr verantwortlich und weiß das bestens. In der Schweiz verdienen die Schüler viel. In Frankreich zum Beispiel verdienen Praktikanten rund 440 Euro pro Monat. Davon kann man in Paris zum Beispiel nicht leben. Aber hier in der Schweiz verdienen die Praktikanten im Gastgewerbe und in der Hotellerie gemäß Gesetz etwa 2200 Franken im Monat. Und wenn man noch bei den Eltern lebt, ist das ein guter Lohn für 18-jährige junge Leute. C'est de bon argent pour des jeunes de 18 ans. Operation Umzug für Emma. Sie muss 6 Monate ihres Lebens einpacken. Wie ist es für dich, dein Zimmer zu verlassen? Ich hatte Glück mit meiner Zimmerkollegin. Es ist traurig. Ich werde meine Freundin vermissen während diesen 6 Monaten. Hier bist du den ganzen Tag mit anderen Leuten zusammen und abends im Zweierzimmer. Es wird sicher gut tun, auch mal ein bisschen Privatsphäre zu haben. Trotzdem werde ich dieses Zimmer vermissen. Der Campus kocht. Die Schüler haben bis zum nächsten Tag nur 8 Stunden Zeit, um ihre Zimmer zu räumen. Ich habe alles. Der Messerkoffer? Den nehme ich mit. So viel, wie diese Schule kostet. Sicher nehme ich den mit. Hast du zu Hause wieder mehr Privatsphäre? Ja, ich vermisse mein Zuhause, mein Doppelbett. Der Luxus eines Doppelbetts, ein eigenes Bad. All das gibt's hier nicht. Zeit für einen Apéro.
Das Semesterende der Studierenden im Vorbereitungsjahr. Die Stunde des großen Auseinandergehens. Alle brechen auf ins Praktikum, einige ans andere Ende der Welt. Und alle treffen sich für die Auszeichnung der besten Equipe, des Teams, das sich in allen Bereichen am besten verhalten hat. Man sagt, das Vorbereitungsjahr sei leicht. War es leicht? Ja. Ja. Das Lehrpersonal hat ein herausragendes Team erkoren. Ich verkünde es auf Französisch, weil es aus der französischen Sektion kommt. Wir gratulieren dem Team. L'équipe. Auf Emmas Team wartet ein VIP-Bereich. Hier fließt der Champagner in Strömen. Letzte Momente, letzte Abschiede. Sie werden sich lange nicht wiedersehen. Und in diesen ersten 6 Monaten haben sie Freundschaften geschmiedet. Einige brechen bereits zu fernen Horizonten auf, andere wählen die Nähe. Der Zwillingsbruder von Alex kommt, um ihn abzuholen, ihn und seinen Mitbewohner. Das nimmst du mit. Wir sind noch nicht fertig. Ich habe noch 2 volle Abfallsäcke. Schau mal. Was? Das ist Loris, mein Zwillingsbruder. Wie viele gibt's von euch? Froh, Ihre Tochter wiederzusehen? Klar doch. Abreise zu ihrem Praktikum im Intercontinental. Sind Sie stolz? Ja, sehr stolz, dass sie es geschafft hat. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ich erhalte meine Resultate erst am 14. Bist du optimistisch? Ja. Anina und ihre Gruppe müssen das Studenten-Business-Projekt vorbereiten. Ein Konzept für eine Schweizer Großbank. Ihre Aufgabe? Kommerzielle Lösungen zu finden, um junge Menschen anzulocken. Mobile Banking, einfaches Banking, sympathisches Banking. Ein umfangreiches Programm. Ein Glücksfall für dieses Unternehmen, dass die Studenten voller Feuer sind. Sie haben einen Vertrag mit der Schule und bezahlen dafür 10.000 Franken. Und ihr bekommt nichts, wenn das umgesetzt wird? Nein, nur den Ruhm. Oder auch nicht. Ihre erste Kundenpräsentation ist für den folgenden Montag geplant. Und wer wird verantwortlich sein für die Präsentation der Gruppe? Es muss eine Person sein, die keine Angst davor hat, den Kunden gefallen zu wollen. Ihnen zu zeigen, dass alles gut läuft, dass wir die Situation vollkommen unter Kontrolle haben. Vielleicht bin ich diese Person. In Phuket gehen Afrim und seine Absolventengruppe auf den Markt. Wir sind hier auf dem Phuket-Thai-Markt. Es ist der größte Markt in Phuket. Um sich den ganzen Markt reinzuziehen, braucht man locker 3-4 Stunden. Es ist sehr cool. Das war mein Lieblingsort, als ich hier ein Praktikum machte. Das sind ja Kakerlaken. Schmeckt gut. Das kenne ich schon. Schmeckt wie Chips. Super gut. Am
Vorabend seines Praktikums verbrachte Alexandre die erste Nacht in dem Zimmer, das ihm sein Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Aber er ist gar nicht zufrieden damit. Ich kann in diesem Loch nicht weiterbleiben. Ich suche mir jetzt ein Airbnb. Schnell weg hier. Das ist schlecht fixiert. Es bewegt sich enorm und die Kälte kommt rein. Das Zimmer gefällt mir nicht. Das Bett ist zu klein für mich. Ich mag den Teppich nicht. Es ist hässlich. Ich habe keinen Schrank. Wenn ich entscheiden müsste zwischen diesem Zimmer oder dem vom Campus, würde ich ohne zu zögern das vom Campus wählen, auch wenn es klein war. Wenigstens war das Bett okay. Das Badezimmer war auch besser. Und er ist kein Fan des Quartiers, in dem er wohnt. Das Parkierviertel, man liebt es oder hasst es. Ich mag auch diesen Ort hier nicht. Ich habe schon so einiges Schlechtes von meinen Freunden gehört, was diese Gegend anbelangt. Ich will hier nicht länger bleiben. Heute beginnt mein Praktikum. Ich weiß noch nicht, was ich zu tun haben werde. Ich werde jemanden vom Personaldienst treffen, dann werden wir sehen. Vielleicht werde ich heute Abend schon servieren. Auch Alex beginnt sein Praktikum am Quai des Bergs. Und da er sein Interview per Videokonferenz geführt hat, erkundet er zum ersten Mal seine Umgebung. Sehr hübsch. Mein Bewerbungsgespräch hatte über Skype stattgefunden. Ich war soeben in meiner Housekeeping-Schicht fertig, war noch im T-Shirt, als ich eine Nachricht bekam. Sie fragten mich, ob ich Zeit hätte. Ich sagte ja, aber ich sei noch im T-Shirt. Das sei egal. Deshalb war ich noch nie hier. Aber ich hatte ihnen gesagt, dass ich hätte kommen können. Er trifft an diesem Einführungstag alle anderen neuen Praktikanten. Ich freue mich, Sie heute in unserer Firma zu begrüßen. Ich weiß, dass Sie alle ein Praktikum machen. Das heißt, Sie studieren hier in der Schweiz. Wir haben Leute von Glion und von der IHL. Nun zur Geschichte des Hotels. Wir haben das erste ausländische Hotel in Japan eröffnet, die erste Eisenbahnlinie in China gebaut und die erste einheimische Investmentbank in Hongkong eröffnet. Alexandra holt seine Uniform ab, im Bauch seines Hotelpalastes. Ich hole meine Uniform, ich arbeite hier. Haben Sie schon eine Nummer? Nein, überhaupt nicht. Das ist mein erster Tag. Ah, Alexandra. Genau. Das hier und ein Hemd. Ich habe nur ein Hemd zum Bügeln. In reglementkonformer Weste und Krawatte trifft er die Mitglieder seines Teams für die Mahlzeit vor Dienstbeginn. Alex und seine Praktikumskollegen machen ein Puzzle, um die Fassaden der Hotels der weltweiten Kette kennenzulernen. Das soll den Teamgeist fördern. Ist das nicht in München? Ah, ich habe gedacht, es sei eine Brasserie. Das sind meine Augen. Ich habe es nicht erkannt. Dann folgt die Besichtigung der Zimmer. Etwa 40 Quadratmeter. Jedes Zimmer ist gleich dekoriert. Nur im sechsten Stock ist es etwas anders. Das zeige ich Ihnen später. Ich hätte Lust, mich hier hinzulegen. Sprung ins kalte Wasser für Alexandre. Er macht sich bereit, seinen ersten Dienst anzutreten. Begrüßt Alexandre, unseren neuen Praktikanten. Können Sie sich kurz vorstellen? Guten Tag an alle. Ich bin Alexandre. Mein Vater ist Hotelier, daher kenne ich das internationale Milieu. Ich habe in 12 verschiedenen Ländern und 11 Jahre in Paris gelebt, bevor ich in die Schweiz kam. Ich habe einige Praktika in meines Vaters alter Hotelkette gemacht. Ich war auch einige Mal in Paris im Service. Ich bin jetzt an der IHL und absolviere mein Praktikum bei Ihnen. Heute Abend werdet ihr in Zweierteams arbeiten, also kein Stress. Ihr werdet noch informiert.
Habt ihr noch weitere Fragen? Für mich ist alles gut. Die Teller polieren sie mit Essig, das entfernt die Flecken. Sein erfahrener Praktikantenkollege erklärt ihm die vorbereitende Aufgabe des Abends: dafür zu sorgen, dass die Teller tadellos sind. Schau, so macht man das. Es muss alles sauber sein. Ich mag die Atmosphäre in diesem Restaurant. Das Team ist super und sie verstehen Spaß. Das ist genau, was ich mag, lachen zu können während Pausen. Trotzdem sind alle fokussiert und arbeiten gut. Das mag ich. Wenn die Desserts kommen, kann ich sie direkt servieren? Das ist für Tisch Nummer 1. Ja, du kannst gehen. Das Ende naht. Es wird sicher schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, nicht zu weinen. Aber ja, wir werden sehen. Es macht mich schon traurig. Die EHL, das ist wie eine Kolonie für 4 Jahre. Vielleicht werde ich einige Leute 5 oder 10 Jahre lang nicht mehr sehen. Aber ich weiß, dass die Beziehungen, die man an der EHL knüpft, Freundschaften fürs Leben sind. Was gibt es Schöneres, um sich zu verabschieden, als die Full Moon Party, bevor man auf den harten Boden der Realität zurückkehrt? Ihr Diplom mit Ehrenerwähnung im Visier präsentiert Anina mit ihrem Team am heutigen Vormittag die letzte Version ihrer Projektarbeit am Zürcher Hauptsitz der Grossbank. Wir präsentieren das in Zürich und nicht an der Schule. Das heisst, es ist ein ungewohnter Rahmen und darum sind wir alle ein bisschen nervös. Wenn Ihre Recherchen bestätigt werden, können Sie das endgültige Konzept entwickeln. Vor der Strategiedivision der Bank präsentieren Sie Ihre Ideen, um junge Kundschaft anzuziehen. Als erstes möchten wir mit Ihnen über die Notwendigkeit sprechen, junge Leute über das Thema Finanzen aufzuklären. Dann würden wir gerne eine Reihe von Möglichkeiten vorstellen. Wir würden gerne die praktische Umsetzung mit Ihnen diskutieren und Ihre Meinung dazu hören. Viele junge Leute wählen das Paket der Kantonalbank, weil sie mit der Nachtschwärmeraktion gratis die ÖV benutzen können. Wenn sie also dieser jungen Kundschaft eine Hauptattraktion anbieten, steigt die Chance, dass sie bei der Bank bleibt. Sie überzeugen so sehr, dass sie zu ihrer Überraschung eingeladen werden, ihre Arbeit sogar der Direktion der Großbank vorzustellen. Ich bin, wie gesagt, extrem positiv überrascht, wie weit wir bislang schon gekommen sind. Die haben heute so einen super Job gemacht, ja, wie sie auch als Team zusammengearbeitet haben, die Qualität ihrer Präsentation. Ja, also das ist auf einem Standard, da kann sich auch manche Unternehmensberatung noch eine Scheibe von abschneiden. Und insofern, glaube ich, ist es dann auch angemessen, dass sie ihre Ergebnisse präsentieren sollen. Anina freut sich auf ihre Weise. Es ist natürlich speziell, wenn man weiß, dass wirklich highly professional Leute vor einem sitzen, die schon so viele Präsentationen gesehen haben. Und man kommt als Student mit irgendwie 3 Jahren Präsentationserfahrung, aber normalerweise präsentiert man vor einem Klassenzimmer, wo die Hälfte schläft, die andere Hälfte auf Facebook ist und der Lehrer hinten dort sitzt und ein paar Notizen schreibt. Das ist ein ganz anderer Rahmen, einfach weil viel mehr Expertise dahinter steckt und viel mehr kritisches Denken vermutlich auch. Könnte sich Anina nach der Schule auch eine Karriere außerhalb des Hotelmilieus vorstellen? Zum Beispiel im Finanzwesen? Vorerst sehe ich mich selber weniger so im Bankbereich. Ich habe das Gefühl, es fehlt mir momentan dort ein bisschen der ganze menschliche Aspekt und das ganze Zwischenmenschliche, das in der Hotellerie sehr stark ausgeprägt vorhanden ist. Und ein grosser Grund, wieso ich die Hotelfachschule in Lausanne mache, ist auch, dass ich den Menschenkontakt suche und dass ich den möchte haben.
Adieu, Taumel in Thailand. Bonjour, edle Karossen. Afrim ackert am Autosalon. Kann ich Ihnen behilflich sein? Danke, wir haben alle nötigen Informationen auf dem Tablet. Wunderbar. Sonst fragen Sie einfach. Ich bin gerade von Thailand zurückgekommen. Es ist schwierig. In Thailand war es sehr heiß und hier ist es sehr kalt. Der Unterschied ist enorm. Momentan mache ich diesen Job, da ich für den März noch keinen hatte. Ich dachte, es wäre interessant, ein bisschen hier zu arbeiten, um aktiv zu bleiben, Geld zu verdienen, meine Rechnungen zu bezahlen. Das ist wichtig. Bist du zum ersten Mal hier? Ja, und auch zum letzten Mal. Ich hoffe, einen Job zu finden. Nein, drei hier. Momentan bin ich noch auf der Suche, aber eher passiv. Ich habe soeben die Schule abgeschlossen. Ich denke, ich werde im April voll auf Jobsuche gehen und Bewerbungen schreiben. Ich mache mir keine großen Sorgen. Nächstes Mal in der Hotelfachschule? Ich arbeite 7 Stunden länger als in Schweizer Praktika. Ich musste sogar ein ärztliches Zeugnis abgeben für 2 Stunden Absenz. Das ist nicht korrekt. Es ist echt beschissen. Alle meine Freunde sind draußen, während ich arbeite. Es tut wirklich weh im Herzen. Da stehen noch viele Ausländer. In ein paar Minuten sind sie alle Schweizer. Das ist die letzte Chance. Ich gelobe es. Wenn ich auch nur eine Prüfung versaue, muss ich sie im Februar nachholen und bin nicht mehr mit meinen Kumpeln zusammen. Jetzt habe ich eine Stelle, die ich annehmen darf, als Direktionsassistentin und Human Resources Assistentin. Zum Wohl!